Ich sehe mittlerweile überall nur noch die Zahlen 3, 6 und 9, weil das anscheinend so ein großes Thema geworden ist. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gisemna. Wie geht's euch so? Auf diesem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Kraft der Gedanken, Selbstentwicklung und natürlich vieles mehr. Erst einmal hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das 369-Video so viele Menschen interessiert und so viele Leute auch wissen wollen, worum es da geht und wie das funktioniert. Erst einmal danke für das rege Interesse. Danke auch für die vielen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind auf meinen Kanal. Aber tatsächlich ist es so, dass es kein Thema ist, das sozusagen für Anfänger gedacht war. Es war eigentlich für Leute gedacht, die sich bereits mit Manifestation auseinandergesetzt haben. Auf jeden Fall wollte ich mal ein paar Basic-Fragen jetzt erstmal in diesem Video, in diesem Update-Video beantworten. Also das erste, was millionenmal gefragt wurde vielleicht. Nein, es gibt keine exakte Uhrzeit, wo ihr das machen müsst. Morgens, mittags, abends heißt einfach nur nach dem Aufstehen, mitten am Tag und vorm Schlafen gehen. Ihr müsst das nicht unbedingt auf ein Blatt Papier schreiben. Ihr könnt das auch auf eurem Handy machen oder ihr könnt das im Kopf durchgehen. So wie zum Beispiel auch ein Gebet im Kopf aufgesagt wird, könnt ihr auch eure Affirmationen, die ihr euch ausgesucht habt, im Kopf durchgehen und dabei halt die Emotionen empfinden, die ihr dabei empfinden sollt. Außerdem ist deine Vibration das, was manifestiert. Das heißt, deine Frequenz, die du ausstrahlst, ist das, was manifestiert in deinem Leben. Der du bist, diese Frequenz strahlst du auch aus und das manifestiert sich auch in dein Leben. Das heißt, das, was manifestiert, ist keine Zahl. Das, was manifestiert, ist auch nicht dieser Zettel. Ihr müsst auch nicht. Ich habe sogar Fragen bekommen mit, wie muss ich diesen Zettel verbrennen oder was muss ich mit dem Zettel machen? Das spielt absolut keine Rolle. Das spielt auch keine Rolle, was für ein Zettel das ist. Die Standardsachen, die wir als Menschen in unserem Leben haben möchten, sind Liebe, Geld, also Ressourcen. Und wir möchten gut aussehen. Ihr könnt zum Beispiel eine Beziehung in euer Leben manifestieren. Dafür wäre der Satz zum Beispiel: Ich bin so froh, eine super Freundin oder Freund zu haben. Oder wenn ihr einen Ehemann manifestieren wollt, dann von mir aus: Ich bin froh, dass ich meinen Traummann gefunden habe, der mich über alles liebt. Und ihr könnt halt beschreiben, wie ihr das machen möchtet. Das Universum versteht nicht Wörter wie nicht oder nein und negative Wörter solltet ihr rauslassen. Das heißt, wenn ihr negative Wörter mit reinnimmt, dann manifestiert ihr auch das Negative. Zum Beispiel, ihr könnt jetzt nicht sagen, ich möchte nicht betrogen werden. Das sendet immer noch die Frequenz betrogen oder betrügen aus. So. Also, ich möchte nicht betrogen werden, ist halt der falsche Satz. Ich werde gut behandelt. Das ist der richtige Satz in der Realität. Ich werde geliebt. Ich fühle mich geliebt. Das sind die richtigen Sätze. Solche Sätze müssen wir verwenden. Was Geld angeht, könnt ihr zum Beispiel sagen, ich verdiene sehr viel Geld und ich bin so froh, dass ich das für Dinge ausgeben kann, die mich glücklich machen. So, also es ist in der Realität, es ist positiv, ich kann mir vieles leisten, ich fühle mich gut. Das, was die meisten Menschen manifestieren wollen, ist ein besseres Aussehen. Das heißt, größer sein, kleiner sein, dicker sein, dünner sein, sportlicher sein, fitter sein. Wir hatten alles. Also ich hatte alles in den Fragen, auch reinere Haut und so weiter. Dazu habe ich sogar ein extra Video. Und zwar geht es darum, nur um, wie man sein Aussehen verändern kann. Denn das kann man auch mit Manifestation verändern. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe mein Aussehen. Ich liebe meine schöne Haut. Ich bin schön. Ich fühle mich schön. Ich bin stolz auf meinen Traumkörper, dass ich mir den antrainiert habe. Zum Beispiel, wenn du vorhast zu trainieren. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, endlich meinen Traumkörper erreicht habe. Wenn ihr noch mehr Affirmationen haben möchtet, die vielleicht perfekt auf eure Situation passen, könnt ihr ganz viele Beispiele auch online lesen. Das heißt, einfach mal googeln: Affirmation zum Thema Geld, Affirmation zum Thema Haus. Dann wollte ich noch eine Frage beantworten, die sehr oft gestellt wurde. Kann ich das auch kombinieren? Kann ich das verstellen? Kann ich das so machen, wie ich das möchte? Kann ich das nur einmal täglich machen? Und die Antwort auf all diese Fragen ist ja. Ihr könnt alle Techniken kombinieren. Ihr könnt alles. Ihr könnt auch wechseln, wann ihr wollt. Ihr könnt auch eure Affirmationen wechseln. Und was ihr auch machen könnt, ist mehrere Sachen manifestieren. Das wurde auch sehr oft gefragt. Jetzt kommen wir dazu, wie ich manifestiere und ob das bei mir geklappt hat. Und zwar, nachdem ich gesagt habe, ich werde die 369-Methode, also ich habe im Video gesagt, ich werde die 369-Methode auch ausprobieren damit und ein Update für euch machen und euch sagen, ob das funktioniert hat. Und im Endeffekt habe ich manifestiert
dass meine YouTube-Karriere endlich anfängt, dass ich endlich mit YouTube Geld verdiene. Und genau das ist passiert in diesem Monat. Ich habe angefangen, ich kann jetzt meine Videos monetarisieren. Das heißt, auf meine Videos wird auch Werbung geschaltet. Und ja, das ist eigentlich ein sehr großer Schritt für einen YouTuber. Vielleicht, wenn ihr euch mit YouTube nicht so gut auskennt, wisst ihr das nicht so wirklich. Aber das ist ein sehr großer Schritt für einen YouTuber. Ich hatte vor diesem Video, während ich dieses Video gemacht habe, 369 zur Methode hatte ich 800 Abonnenten, jetzt habe ich 8000. Das heißt nur durch dieses eine Video eigentlich. Und in diesem Video habe ich auch gesagt, dass ich das versuchen werde zu manifestieren. Und tatsächlich, wie ich das manifestiert habe, ist, ich habe einmal täglich, ich habe das nur einmal täglich gemacht, weil ich einfach nur einmal täglich dazu gekommen bin eigentlich. Drei Sätze mir rausgesucht. Einen Satz habe ich dreimal aufgeschrieben, den anderen sechsmal und den letzten Satz habe ich neunmal aufgeschrieben. Das heißt, so habe ich die 369-Methode angewendet. Ich habe das 3 Tage konsistent hintereinander gemacht. Also die drei Sätze, die ich genommen habe, war der erste Satz war, ich bin so dankbar für meinen Erfolg auf YouTube. Der zweite Satz war, es ist unglaublich, wie schnell ich berühmt geworden bin. Und der dritte Satz war, es fühlt sich fantastisch an, so viel Geld zu verdienen. Das waren sozusagen meine drei Standardsätze, die ich aufgeschrieben habe. Und dann habe ich immer, also so sieht übrigens mein Buch aus. Und dann habe ich immer die Seite noch vollgeschrieben. Das heißt, ich mache das immer noch, dass ich einfach die Seite dann vollschreibe. Und ich nehme dann immer andere Sachen, die halt für mich im Moment dann wichtig sind. Hier habe ich zum Beispiel geschrieben, ich ziehe Glück, Erfolg und Reichtum magisch an. Das habe ich dann 6-mal geschrieben. Dann habe ich geschrieben, es ist überwältigend, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Das könnt ihr natürlich auch genauso kopieren. Das war auch einer der Sätze, die für mich am schönsten waren. Also die haben bei mir wirklich die Frequenz ausgelöst, die ich auch wollte. Dann habe ich halt noch andere Sätze geschrieben und ganz zum Schluss habe ich 9-mal Danke geschrieben. Das ist halt die Methode, wie ich. Eigentlich ist das ja Scripting, ne? Das heißt Sätze aufschreiben, Affirmationen aufschreiben, zusammen mit der Methode 369, weil du das ja jeweils immer dreimal, neunmal oder sechsmal machst. Wenn wir auf die Vibration-Skala gucken, dann ist Willenskraft sehr weit oben. Willenskraft ist sehr wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen, damit wir auch die Dinge erreichen, die wir uns erträumen. Und eine Art Disziplin und Willenskraft zu zeigen, ist halt das regelmäßig zu machen. Deswegen war die Empfehlung morgens, mittags, abends. Denn wenn man diese Art von Disziplin beweist, dann ist das sehr mächtig. Dann kann das viel besser Dinge manifestieren. Dann habe ich einen Tipp für euch, den ich erst vor kurzem entdeckt habe. Ich höre sehr gerne, während ich scripte, also während ich aufschreibe, schreibe diese High Vibrational, High Vibes Musics auf YouTube. Nutzt keine anderen Frequenzen als die Frequenzen, die mit 3, 6 und 9 sind, denn das sind die Frequenzen, die euch halt mit eurer Manifestation verbinden. Auf jeden Fall gibt es eine App, das ist der Tone Generator. So sieht die App einfach aus, wenn ihr die aufmacht. Und da könnt ihr eine Frequenz und eine Lautstärke einstellen. Das könnt ihr sogar mit eurem Fernseher verbinden. Und darum geht's, es geht einfach nur darum, eine Frequenz zu nehmen, die mit den Zahlen 3, 6 und 9 verbunden ist. Ihr könnt zum Beispiel 333 nehmen, 666 nehmen, 636 nehmen, 369 nehmen. Zahl 369 gefällt mir persönlich am besten, weil das auch tonmäßig sich schön anhört einfach. Und die habe ich jetzt, damit habe ich jetzt angefangen zu scripten. Das heißt, ich mache das auf und dann scripte ich einmal am Tag. Ich persönlich wurde sehr oft gefragt nach Ex-Freunden und vor allem nach Aussehen verändern. Das Ding ist, beim Manifestieren geht es eigentlich wirklich nicht darum, einfach irgendwas zurückzubekommen oder irgendwas zu bekommen, was man nicht hat. Oder ne, es geht wirklich nicht um diese, ich sag mal, ego-basierten Dinge. Es geht darum, eigentlich dein Traumleben zu manifestieren. Es geht beim Manifestieren eigentlich viel, viel mehr um spirituelle Themen und darum, mit seinem Unterbewusstsein zu arbeiten, daran zu arbeiten, was man von sich selbst hält, sich selbst zu verbessern, disziplinierter zu werden, Dinge zu machen, die dich glücklich machen, ne? Wir versuchen in Kontakt zu kommen mit unserer Seele, damit wir eigentlich unser Leben so leben können, wie wir das gerne hätten, wie es für unsere Seele bestimmt ist. Und wenn ihr an dem Punkt spirituell einfach angekommen seid, dann manifestiert das Universum oder von mir aus Gott oder was auch immer für euch.
Wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du zu 100% mit deiner Seele im Einklang bist, Dinge machst, die dir Freude bringen, dann manifestiert das Universum wirklich dein Traumleben. Denn dein Traumleben ist ja im Endeffekt nichts anderes als das, was deine Seele begehrt, als das, wofür deine Seele hier ist. Ne? Also es gibt einen Grund, warum uns die Dinge gefallen, die uns nun mal gefallen, und anderen Leuten halt andere Dinge. Es gibt einen Grund dafür. Manche basieren leider auf falscher Programmierung, das heißt, das wird uns von den Medien einfach so verkauft. Manche basieren darauf, aber bei Spiritualität geht es halt darum, das bisschen zu durchforschen. Zu durchforschen, was will eigentlich meine Seele und was wurde mir von draußen verkauft, was wurde mir von den Medien verkauft, was sagen die Medien, was ich brauche, was ich machen muss, was sehe ich die ganze Zeit auf Instagram, will ich das nur, weil ich das die ganze Zeit auf Instagram sehe? Oder will das wirklich meine Seele? Ist das wirklich mein Herzenswunsch? Das zu entdecken, sich selbst besser kennenzulernen, das ist Spiritualität. Es geht darum, mit seiner Seele im Einklang zu sein. Es geht darum, ja, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu lieben vor allem. Sich selbst zu lieben ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt bei Spiritualität und beim Manifestieren. So, wenn wir diese Dinge erreichen, dann werden andere Dinge unwichtig. Dann wird es unwichtig, was für eine BH-Größe wir haben. Dann wird es unwichtig, welches Auto wir fahren. Wenn wir entdecken, was unsere Seele möchte, was unsere Seele eigentlich wirklich möchte und will und was unsere Seele glücklich macht und ihren Zweck erfüllt, wenn wir das entdecken, dann werden diese anderen Sachen unnötig. Dann entdecken wir vielleicht sogar das, was wir unser Ex gar nicht haben möchten, sondern ihn nur haben wollten, weil er uns nicht haben will. Oder weil wir uns wertlos fühlen, wenn wir keinen Partner haben. Oder weil wir denken, dass wir keinen besseren finden können als denjenigen. Weil unser Ego Limits setzt. Unser Ego sagt, was Besseres als den kriegst du nicht. Aber deine Seele sagt was anderes. Deine Seele sagt, ich verdiene einen Traumpartner. Ich verdiene es, meine Zwillingsseele kennenzulernen. Ich verdiene es, meinen Seelenverwandten zu treffen. Und nicht hinter irgendjemandem hinterherzurennen. Denn wenn wir unseren Seelenverwandten treffen, dann fügt sich alles automatisch und kein Mensch und kein nichts Irdisches kann euch voneinander trennen. Das ist ein Seelenverwandter. Niemand muss hinter jemand anderem hinterherrennen oder sonst irgendetwas oder jemanden versuchen, zu manifestieren. Wenn du mit deiner Seele so im Einklang bist, dann manifestierst du auch automatisch deinen Seelenverwandten, weil du bist im Einklang mit deiner Seele, mit dem, was deine Seele möchte. Und unterbewusst geschieht das alles sowieso. Dein Unterbewusstsein manifestiert für dich. Dein Unterbewusstsein ist deine Seele, deine pure Seele. Wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du das zu einer täglichen Aufgabe machen. Und nur dann ist es wirklich, zeigst du auch wirklich, dass du bereit bist, das zu machen, dann befindest du dich wirklich täglich auf der Vibration. Ich werde das schaffen. Ich hoffe, dieses Video hat wieder ganz vielen von euch geholfen und viele Fragezeichen ausgelöscht und euch wieder Positivität gebracht und euch wieder gute Laune gebracht. Ja, ich freue mich immer auf eure Kommentare natürlich und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da teile ich immer sehr schöne Affirmationen, Sätze, Inspirationen in meinen Stories. Ja, danke, dass ihr mal wieder auf meinem Video wart. Danke, dass ihr mal wieder reingeschaut habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!